Flügel für die Liebe, Flügel für Monika Flügel, hier rechts im Bild. Sie verwandelt sich mit ihrer Freundin und Kollegin Denise Möller in Flirtengel. Helferinnen für die vielen Gäste, die heute ihre Liebe suchen. Ja, ich glaube, das kann schon ziemlich emotional werden. Ein ziemliches Auf und Ab. Ja, ich glaube, da fließen auch viele Tränen. 450 Gäste inklusive Begleitpersonen sind gekommen. Wer flirten möchte, bekommt eine Nummer. Wichtig zur Kontaktaufnahme. Monika Flügel ist einer von 25 Flirtengeln. Ein erster Rundgang. Wie bei jeder Party schauen die Gäste erstmal, wer denn interessant sein könnte. Tim Dering aus Bremerhaven hat schon genaue Vorstellungen, wie seine Prinzessin sein soll. Gut aussehen und ehrlich miteinander. Und wenn Probleme hat, zu mir kommen und reden. Monika Flügel und Denise Möller haben ihren ersten Auftrag in Liebesmission. Diese Frau möchte mit einem Gast flirten. Was weißt du noch, wie die Nummer von dem anderen war? 360. 360? Ja, 360. Die Flirtanfrage mit Nummer schreiben sie auf die Karte. Damit geht es nun zu Amors Briefkasten. Die Nummern leuchten denn da auf? Und dann weiß jemand, wo sich getroffen wird. Zum Beispiel im roten Sofa oder an der Cocktailbar. Und dann kann man auch so eine kleine Nachricht hinterlassen. Das ist aber geheim. Und weil die Liebe nicht warten soll, wirft er die nächsten Anfragen auf den Bildschirm. Tim Dering hat so einen Flirt verabredet. Wir können kaum nur abwarten und zu sehen, zu ihr selbst persönlich zu sehen. Da kommt sie. Begleitet von einem Flirtengel bis hierher. Nun müssen die beiden alleine herausfinden, ob es funkt. Flirtengel Monika Flügel ist Sozialarbeiterin bei den Elbe-Weser-Welten und kennt viele Gäste schon, wie diesen Herrn. Er hat selbst einen Flirt verabredet und erzählt der 25-Jährigen davon. Viele hier finden auch ohne Zettel und Verkupplung zueinander. Und ich glaube, da können wir uns vielleicht auch Menschen ohne Bindung und auch mal eine Scheibe von abschneiden tatsächlich. Neben dem schnellen Flirt trifft man hier auch die große Liebe. Markus und Monika Schmidt sind als Paar zum Feiern hier. Das Ehepaar hat sich vor 25 Jahren kennengelernt und verliebt. Und dann haben wir uns gefunden in der Werkstatt. Ich arbeite in Elbe-Weser und da haben wir uns beide gefunden. Und dann haben wir auch gleich gesagt, gut, dann heiraten wir auch. Dann ist sie zumal auf mein Bett gekrabbelt und hat gesagt, wollen wir heiraten? Dann habe ich gesagt, ja. Und warum ist er für Sie der Mann fürs Leben? Ach, er ist einfach süß, er ist zärtlich, lieb und nett. Nicht immer klappt's beim ersten Anlauf Tim Dering mit einem weiteren Versuch. Also bis 24 Uhr wird hier noch durchgezogen und hoffentlich noch der ein oder andere auch verkuppelt. Je später es wird, umso direkter gehen sie aufeinander zu. Wie das auf Partys ebenso ist.